Ja, grüß euch, ich bin's der Fredl. Folgendes, ich hab jetzt eine Anfrage gekriegt. Wollt fragt, wann bin ich erst Fredl? Was ist denn bitte eigentlich ein Krocha? Hab ich mir gedacht, ich mein, was soll das? Das weiß ja jeder, dass ein Krocha praktisch so eine Art Sprengkörper ist, nicht? Oder praktisch, wie man es auch noch nennt, ein Schweizer oder ein Deutschen oder was auch immer. Und dann schreibt man dir zurück und sagt, erst bitte, ich meine das Jugendphänomen Krocha. Dann habe ich nachgeschaut, bin ein bisschen fortgegangen in die Szene und war sehr überrascht, dass es da eine Jugendbewegung gibt, die was sie Krocha nennt. Und dann, das klingt ja doch auch so aggressiv, weil ich mir gedacht, jetzt, bitte sind die wirklich so arg, sind sie wirklich so laut? Und ich werde euch das sicher auch fragen. Ich muss sagen, teilweise, weil der Name kommt ja davon, dass man wo eine kracht in ein Lokal. Und ich meine, die Tier selber macht ja keinen Lärm, aber die Leute halt schon. Und das Zweite ist das, was der Krocher ist, ist praktisch, dass er ja auch so eine Musik hört, so eine Krochmusik in die Ohren eine und das man auch dann als Krochen bezeichnen kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gehen ja Krocher von einem anderen Lokalbesucher auseinander. Die Krocher haben sich auch natürlich ein untrügliches Kennzeichen. Sie haben neonfarbene Kappen, goldfarbene Schuhe, meistens von Markenherstellern, gefertigt aus Kinderhand, also wie es sehr von den bekannten Anbietern halt. Und was auch sehr auffällig ist bei dieser Bewegung, ist folgendes, dass sie abwechselnd einmal laut und dann wieder leise reden. Also, ja, Plätzchen, also sie schreibt die SMS einmal mit großen, einmal mit Klappbuchstaben, Entschuldigung. Ja, und im Prinzip kann man sagen, das ist eine Jugendbewegung, die was sich in Österreich manifestiert hat, und die haben auch einige super Körperbewegungen, also Tanzbewegungen, die ich jetzt leider in meinem Alter nicht mehr machen kann, aber die sind ziemlich cool bzw. schön zum Anschauen, also jetzt die Malen, wenn's tanzen, natürlich die Burma. Ja, wie gesagt, also bitte nicht vergessen, wenn jemand fragt, was ist ein Krocher, denkt nicht immer nur an die Sprengkörper, sondern denkt bitte auch an die Jugendlichen. Danke.